Und jetzt bitte ich um einen donnernden Applaus für den Erschaffer dieser Welt, für Alain Picard. Guten Abend. Also wenn ich heute Abend von Fantasy spreche, so soll klar sein, dass ich damit stets gute Fantasy meine. Ich bin mir dessen gänzlich bewusst, dass es kaum ein anderes Genre gibt, das mehr polarisiert, wenn Fragen der Qualität aufgeworfen werden. Hierbei scheint es nur noch eine einzige Literaturgattung zu geben, die eine noch größere Spannweite zwischen herausragender Prosa und unverdaulichem Schund erzeugen kann als die Fantasy. Ich rede natürlich von der erotischen Literatur. Gute Fantasy erinnert mich manchmal an die Kunstbewegung der überwiegend britischen Präraffaeliten im 19. Jahrhundert, die ebenfalls unter Kunstkritikern für Kontroversen sorgten, jedoch den unmissverständlichen Vorteil besaßen, außerordentlich kurzweilig zu sein. Die Parallelen zwischen Fantasy und den Präraffaeliten werden vor allem dann deutlich, wenn der vertraute Rückbezug auf antike und mittelalterliche Impressionen und narrativer stattfindet, während die Ideenwelt des Barocks und der Romantik weitgehend ausgeblendet werden. So ist auch die klassische Fantasy häufig ein seltsames Rückzugsgebiet in ein frühes Mittelalter, das so nie existiert hatte. In diesem Rückzugsgebiet ist es die Form, welche die Substanz erschafft. Und dies mag man kritisieren, schließlich wird von guter Prosa unentwegt erwartet, dass die Substanz über der Form steht. Alles andere sei doch nur effektheischende, sinnentleerte Unterhaltung. Und das ist ein sehr klassischer Blick auf das geschriebene Wort. Im antiken Athen war es eben die attische Tragödie, die hochgehalten wurde und wo ausschließlich abstrakte Substanz im Mittelpunkt stand, die Psyche, während die Form, heute würde man vermutlich sagen die Action, als vernachlässigbar galt. Demgegenüber besaßen die Griechen das andere Theatergenre, die Komödie, und dort durfte man dann körperlich sein. Dort dürfte man lachen und weinen und sich gedanklich weit forttragen lassen. Heute wird von den Kritikern übersehen, dass wir die fantastischen Welten nicht deshalb betreten, weil wir auf der Suche nach einer universellen Wahrheit sind. Wer universelle Wahrheiten sucht, sollte sich mit Fleischfabriken oder Bordellen beschäftigen. Wir betreten die fantastischen Welten deshalb, weil uns die nackte Wirklichkeit unseres eigenen Lebens bereits genug in die Magengrube schlägt. Und jenes Gemeinwesen, in das wir geworfen wurden, ob wir es nun wollten oder nicht, uns bereits genug ins Gesicht spuckt. In der Fantasy erfahren wir Linderung. Doch eine solche Welt muss sich nicht unweigerlich künstlich anfühlen. Im Gegenteil, innerhalb des gesteckten Rahmens können Gefühle und Ideen heraufbeschworen werden, die in der wirklichen Welt normalerweise von unzähligen Schichten aus Kompromissen überlagert werden. Der moderne Mensch mag von Depressionen geplagt sein, doch der Mensch der Fantasy verspürt Melancholie. Der moderne Mensch mag cholerisch sein, doch der Mensch der Fantasy verspürt heiligen Zorn. Der moderne Mensch mag erkennen, dass der Alltag, die Freundschaft und die Ehe allesamt nur durch Kompromisse bewältigbar sind, doch der fantastische Mensch gibt sich bedingungslos hin. Machtgier, Gewalt und Verrat werden von der Fantasy als das erkannt, was sie sind. Es gibt keine realpolitische Instanz, die diesen Blick trübt. Unsere eigene Welt mag von Deadlines bestimmt sein, beseelt von Zweifeln über den Zweck unseres Daseins. Doch die Fantasy ist wie ein Fest des Lebens, das immer weiter gefeiert wird. Es ist eine ferne Vertrautheit, die zwischen den Buchseiten herrscht. Es ist die stetige Verwandtschaft zwischen gänzlich unterschiedlichen Romanen von unterschiedlichen Autoren, die uns daran erinnert, dass der Zauber darin besteht, dass der Inhalt endlos wandelbar ist. Und gerade jene Bücher, die einen Schwerpunkt bei dem sogenannten Worldbuilding, dem Weltenbau haben, besitzen geradezu generative Eigenschaften. Wo immer uns die Handlung mitnimmt, wir ahnen stets, dass nebenan nur wenige Schritte entfernt ganz andere Geschichten und Abenteuer stattfinden. Sie wurden nur nie aufgeschrieben und nie gelesen. Doch wir fühlen förmlich, dass sie da sind, dass diese Welt tausende und tausende Geschichten hervorbringen könnte, wenn sich nur jemand hinsetzen würde, um sie mittels Papier und Stift
oder mittels Computer in die Welt hinauszulassen. Ich möchte diesen Gedankengang mit einem Zitat von Raymond Chandler abschließen, der sicherlich ein Stück weit Einfluss auf bestimmte Aspekte von Kallion hatte. Und Chandler soll eins gesagt haben: The scene outranks the plot. Die Szenerie steht über der Handlung. So ist auch mein Ziel gewesen, eine fremde Welt, eine reiche, komplexe Szenerie abzubilden und zu sehen, welche Früchte diese Welt hervorbringt. Allerdings spielt da auch noch ein zusätzlicher Hintergedanke eine Rolle. Ich erschaffe eine künstliche Welt, damit ich diese Welt dazu verwenden kann, die Leser hinters Licht zu führen. Das ist letztendlich, warum ich schreibe. Hinters Licht führen klingt nun ein wenig unaufrichtig und vielleicht abwegig, als wollte ich die Leser hereinlegen. Aber ich versuche beim Schreiben immer wie ein Illusionist zu denken. Wir leben in einem Zeitalter, in dem Kunst, aber vor allem lineare Erzählstrukturen wie Bücher und TV-Serien eine zentrale Funktion haben. Sie sollen das Leben lebenswerter machen. Wir leben in einer Zeit, in der man uns oft und gerne erzählt, es ginge uns allen doch sehr gut. Es ist die extrem verdächtige Ära der schwarzen Null. Aber wir wissen auch, dass die meisten Menschen auf den Zehenspitzen leben. Der Alltag ist für sie meistens bewältigbar, doch dies verlangt extrem viel Mühe. Es frisst den überwiegenden Anteil unseres persönlichen Zeitkontos auf. So gibt es einen natürlichen Bedarf nach Ausgleich. Die Menschen brauchen Gegenprogramme in ihren Köpfen, um nicht wahnsinnig zu werden. Und viele Menschen genießen es, sich in alternative Welten zu begeben. Diese Welten müssen nicht unbedingt utopisch und voller süßlicher Wonnen sein. Oft ist es genau das Gegenteil, was den Geist reizt. Es fällt doch auf, dass gegenwärtig die populärste Variante einer solchen Parallelwelt aus einer apokalyptischen Müllhalde besteht, wo der überwiegende Teil der Menschheit sich in untote Kreaturen verwandelt hatte, die blutrünstig durch die Straßen taumeln und dabei seltsame Geräusche machen. Das kommt an. Und niemand möchte wirklich in einer Endzeit leben, umgeben von Zombies. Doch am Ende eines mittelmäßigen oder gar beschissenen Tages mutet es plötzlich wie eine echte Alternative an. Solche Widersprüche gehören zum Menschen. Georg Grodek hatte dies schon vor 120 Jahren hinreichend beschrieben. Das Es in uns verlangt nicht nach Geborgenheit. Geborgenheit kriegen wir schließlich frei Haus vom Vaterstaat, als Gegenleistung dafür, dass wir nicht am Käfig rütteln oder gewaltbereit im schwarzen Block stehen. Doch das Es verlangt nach Leinwänden voller Schmerzen und Angst, nach Ungerechtigkeit, nach Unterwerfung, nach Empörung, nach Aufbruch, nach Zorn, nach Triumph. Es ist das Fernweh nach imaginären Welten. Es ist die Sehnsucht danach, die Welt unter anderen Wertesystemen zu empfinden, als freie Marktwirtschaft und das alltägliche Diktat der Werbe- und Konsumindustrie. Ihr wisst genau, was ich meine. Dieses Verwirkliche dich selbst, sei frei, aber bitte nicht den Job kündigen, denn sonst kannst du dir nicht den ganz nutzlosen Dreck leisten, den wir dir tagtäglich aufdrängen. Ich denke, als Künstler erfülle ich hier eine effektive Funktion. Ich schreibe für Menschen in Zügen und Flugzeugen, ich schreibe für Menschen in S-Bahnen, in Wartezimmern von Ärzten, für Menschen, die sich endlich kurz hinsetzen können, weil das Baby nicht mehr schreit. Menschen in Kantinen, Menschen in Badewannen und vor allem Menschen in Betten, da wo die wahre Fantasy stattfindet, manchmal. Und dazu gehört es eben einerseits, eine Welt zu erschaffen, die für den Leser geistig bewohnbar ist, doch auf der anderen Seite gehört dazu, diese Welt auch kräftig durchzurütteln. Ich will den Lesern regelmäßig den Teppich unter den Füßen wegziehen. Das ist nicht böswillig, ich bin nur der Meinung, dass der Akt des Lesens genauso kreativ sein kann wie der Akt des Schreibens und darum muss ich Leser auch herausfordern. Dieses Abschweifen dient zur Erklärung, weshalb ich mich als Autor bemühe, ein Illusionist zu sein. Ich will die Leser verzaubern, doch in einem zeitgemäßen Sinne. Und dazu gehört es eben, literarische Kaninchen aus Zylindern zu ziehen und mit doppeltem Boden zu arbeiten. Aber es gehört auch dazu, eine tolle Staffage zu haben, die nicht nur kurzweilig ist, sondern auch hilft, vom Wesentlichen abzulenken. Denn was ist Zauberei mehr als die Kunst der Ablenkung? Und hier geht es nicht nur darum, Überraschungsmomente und sogenannte Twists aufzubieten. Es geht auch darum, neuartige, radikale Ideen unauffällig in das Bewusstsein der Leser hineinzuschmuggeln. Rätselhafte Keime, die vielleicht erst nach Wochen oder Monaten Früchte tragen. So wie jetzt hier. Schon seit 15 Minuten rede ich gänzlich an dem Inhalt meines Fantasy-Romans vorbei, doch ich spreche von sozial-ökonomischen Realitäten und der gesellschaftlichen Rolle des Autors. Ich glaube, der Keim einer Vorstellung, dass diese Bücher und ihr Verfasser viel besser sind als jede andere Fantasy, wurde hoffentlich tief in ihre Gehirne verpflanzt. Ich möchte dem natürlich auch gerecht werden, aber damit kommen wir zu dem interessantesten Punkt.
Unterhaltung muss keineswegs oberflächlich sein, sie eignet sich gut als Vehikel für zusätzliche Ideen, die dann mitgetragen werden. Gerade die Science Fiction hatte stets auch diese Funktion, gesellschaftliche und philosophische Fragen innerhalb einer Unterhaltungsform zu transportieren. Es stimmt schon, dass diese Ideen in den frühen Werken manchmal etwas dick aufgetragen wurden, doch über die Jahrzehnte lernte man es, subtiler zu sein. Diese Ideen, Vorstellungen und Herausforderungen müssen eben dezent verabreicht werden, sonst bricht der Zauber zusammen. Keine einzige Leserin, kein einziger Leser möchte von einem Fantasy-Roman moralistisch belehrt werden. Wenn Fantasy etwas erfolgreich vermieden hat, dann einen schulmeisterlichen Tonfall. An dieser Stelle möchte ich eine kleine Leseprobe anbieten, die zeigen soll, wie gerade im Fantasy-Genre diese Dinge zu einer Gesamtheit zusammenfallen können, ohne dass man zu tief in intellektuelles Predigen verfällt. Es ist ein Beispiel für geradlinige Unterhaltung mit nachdenklicheren Tönen, aber mit genug Raum für die Interpretation durch die Leser. Denn eins darf man als Autor nie vergessen: Das geschriebene Wort ist vollkommen bedeutungslos, wenn kein Leser da ist, um es zu lesen. Die Wirkung und Qualität eines Textes findet nicht im Kopf des Autors statt, sondern im Kopf des Lesers. Im Kopf des Autors ist ein unveröffentlichter Text lediglich das egomanische Geplapper eines Menschen, der es versäumt hatte, einen anständigen Beruf zu ergreifen. Aber im Kopf des Lesers passiert schließlich die wahre Magie.